ein bisschen das Rennen. Smolly gegen Lambert. Smolly gegen Lambert. Beide haben identische Maschinen. Beide eine Spitzenleistung von 30 PS. Die Höchstgeschwindigkeit übrigens liegt bei etwa 120 km/h. Schaut euch das an, wie schön man da Speedway fahren kann. Hört ihr das? Hört ihr das, liebe Nachbarn? Und beschwert euch ja nicht. Rad an Rad. Haas, Molly gegen Lambert. Das Duell. Ist das nicht was Tolles? Da könnte man ideal Nachwuchsarbeit machen. Übrigens, die Rahmen werden von Egon Müller gebaut. Da ist übrigens auch eine richtige Telegabel drin. Mit 34 mm Durchmesser. Wie gesagt, Spitzengeschwindigkeit etwa 121 km/h. Gespeist werden wird dieser Elektromotor von einem Lithium-Polymer-Akku. 92 Volt und 1200 Wattstunden. Die Ladezeit beträgt übrigens nur 1,5 Stunden. Und hört ihr den Sound, liebe Nachbarn? Beschwert ihr euch? Nein. Wir betrachten diese Elektromotorräder als absolut guten Einstieg zum Trainieren für unsere Jugendlichen. Das war die Zielflagge. Einmal einen Applaus.